Das Gladbecker Geiseldrama war nicht nur ein besonders brutales Verbrechen, es war eben auch eines, bei dem der Zuschauer quasi live dabei sein konnte, weil Polizei und Presse bei ihrer Arbeit zum Teil beispiellos versagten. Auch 30 Jahre später stellt sich die Frage noch, haben wir die richtigen Lehren aus diesem Fall gezogen? Das Thema bei Sandra Maischberger. Das Gladbecker Geiseldrama, ein ewiges Trauma. Unsere Gäste. Johnny Bastian Pillay. Der Arzt wurde als 7-Jähriger im Bus von den Gladbecker Tätern als Geisel genommen. Er sagt, die Polizei hätte früher eingreifen müssen. Der damalige Chefredakteur von Radio Bremen, Ulrich Kienzle, verteidigt das umstrittene ARD-Interview mit Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösner. Das sei ein abschreckendes Dokument der Menschenverachtung. Joe Bausch, der Gefängnisarzt der JVA Werl, wo Dieter Degowski inhaftiert war, hält dessen Freilassung für nachvollziehbar. Eine solche Entscheidung werde doppelt und dreifach geprüft. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen dagegen sieht die Haftentlassung kritischer. Sie beobachtete damals den Prozess gegen die Gladbecker Geiselnehmer und sagt, Degowski erschien mir immer als Psychopath ohne Empathie. Manfred Protze. Als dpa-Reporter verfolgte er vor 30 Jahren die Entführer in einem Taxi und wurde von ihnen beschossen. Heute kritisiert er die Rolle der Medien. Journalisten dürften nicht zu Akteuren werden. Und der Inspekteur der NRW-Polizei Bernd Heinen. Er räumt ein, dass beim Gladbecker Geiseldrama Fehler gemacht wurden. Wir haben danach aber viel geändert. Deswegen würde so etwas heute nicht mehr passieren. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Wenn Sie heute Abend hier im Ersten das Gladbecker Geiseldrama gesehen haben, dann sind Ihnen die Ereignisse wahrscheinlich wieder sehr gegenwärtig. Hier ist aber noch einmal die Chronologie dieser Ereignisse im August 1988. Der ARD-Zweiteiler Gladbeck zeichnet auf packende Weise das wohl spektakulärste Geiseldrama der deutschen Nachkriegsgeschichte nach. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gladbeck, 16. August 1988. Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner überfallen am frühen Morgen eine Bank in Gladbeck, nehmen zwei Geiseln, fordern Lösegeld und ein Auto. Nach langen Verhandlungen mit der Polizei steigen sie am Abend mit den Geiseln in einen Fluchtwagen. Noch in der Nacht holen sie Rösners Freundin Marion Löblich ab und fliehen in Richtung Bremen. Bremen, 17. August. Am frühen Abend kapern die Täter einen Bus und nehmen weitere 32 Geiseln in ihre Gewalt. Journalisten steigen dazu, fotografieren und interviewen Opfer und Täter. Millionen Fernsehzuschauer sehen dabei zu. Auf einem Rastplatz gelingt es der Polizei später, Marion Löblich zu überwältigen. Rösner droht, eine Geisel zu erschießen, wenn seine Freundin nicht zurückkommt. Als sich die Rückgabe verzögert, erschießt Degowski den 15-jährigen Emanuele De Giorgi. Niederlande, 18. August. Kurz hinter der Grenze lassen die Täter am frühen Morgen die meisten Geiseln frei. Nur Silke Bischoff und Ines Voitle bleiben in der Gewalt der Verbrecher. In einem Auto fahren sie zurück nach Deutschland. Mitten in der Kölner Innenstadt wird das Fahrzeug von zahllosen Schaulustigen umlagert. Journalisten stehen Schlange, um Interviews zu führen. Am Nachmittag beendet ein SEK in einer umstrittenen Aktion die Geiselnahme auf der Autobahn. Polizei und Täter liefern sich einen erbitterten Schusswechsel. Eine Kugel aus Rösners Pistole trifft Silke Bischoff. Sie stirbt. Ines Voitle überlebt schwer verletzt. Frau Friedrichsen, Sie waren damals Gerichtsreporterin bei der FAZ. Millionen Zuschauer. Beim Spiegel schon. Ja. Verzeihung. Millionen Zuschauer haben, ich dachte, 89 sind Sie zum Spiegel. Ja, im Juli 89 bin ich zum Spiegel gegangen. 88 war dieser Sommer, deswegen frage ich, aber ist auch egal, welche Redaktion. Ich wollte nur wissen, weil ja Millionen von Menschen das am Fernsehen verfolgt haben, ob Sie dazugehört haben. Natürlich. Der Fernseher lief praktisch Tag und Nacht und man hat immer geguckt, wenn man mal das Haus verließ. Und wieder kam, ja, was machen Sie jetzt? Wo sind Sie jetzt? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Was war das, Neugierde bei Ihnen oder Entsetzen? Es war so eine Mischung aus Faszination und Entsetzen. Ein fasziniertes Entsetzen war das. Man war entsetzt, was Schreckliches da passiert ist. Aber auf der anderen Seite, man konnte das gar nicht glauben. Mhm. Ja, und dass dann auch die Journalisten, also meine Berufsgruppe sozusagen, dass die da Interviews geführt haben, dass die da in das Auto eingestiegen sind, dass die da rundherum standen, dass die da dabei waren. Es war unfassbar. Mhm.
Also das, der Schrecken sozusagen eines Unfalls, wo man nicht wegschauen kann. Herr ja. Kienzle, Sie waren Chefredakteur bei Radio Bremen zu der Zeit. Sie haben das wahrscheinlich dann zunächst aus der Ferne gesehen. Wann ist es für Sie dann ein Thema geworden? Das ist um 19.20 Uhr ein Thema geworden. Am ersten Tag. Am Tag der Entführung. Mhm. Und wir saßen morgens in der Redaktionskonferenz und haben nachgedacht, um Gottes Willen, hoffentlich kommen die nicht nach Bremen. Mhm. Und nach 2 Uhr oder 2:30 Uhr plötzlich hieß es bei den Kollegen, ich fürchte, die kommen. Und dann geschah es tatsächlich. Die waren plötzlich da. Und was dann geschah, das finde ich nicht nur entsetzlich, was die Journalisten gemacht haben, sondern das war eine Art Staatsversagen. In Bremen waren die wichtigsten Leute der Polizei im Urlaub. Die Polizei war technisch und personell völlig unvorbereitet auf die Geschichte. Mhm. Und sie hat es auch absolut nicht in den Griff bekommen. Und die Tatsache, dass wir um 19.20 Uhr dieses berüchtigte Interview gesehen haben, das ist nur zustande gekommen, weil die Polizei nicht abgeriegelt hat. Mhm. Wir werden beides vertiefen, sowohl die Rolle der Polizei, es war nicht abgeriegelt, als auch das der Presse gleich. Und dieses Staatsversagen und hat zur Folge, dass es ein Presseversagen, ein Medienversagen gab. Das Staatsversagen, das Polizeiversagen, hat möglich gemacht, dass Journalisten plötzlich in die Nähe eines Tatorts kommen, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Aber man geht natürlich hin. Ja, die Frage müssen wir nachher klären, ob man nicht als Journalist ja auch Entscheidungen treffen kann, dass man nicht geht. Das ist der Punkt und das ist das Faszinierende bei dieser Geschichte. Herr Bausch, nicht gleich vertiefen, weil wir tatsächlich die unterschiedlichen Aspekte... Ein Kollege von der Taz, der hat geschrieben, das war entsetzlich. Mhm. Es war widerlich. Und ich bin hinterhergefahren. Mhm. Und dieses schwierige Gefühl, das gilt es zu analysieren. Was ist da passiert mit den Journalisten? Machen wir. Herr Bausch, Sie waren schon in der Justizvollzugsanstalt Werl als Arzt. Später kam Degowski dahin, aber zu dem Zeitpunkt war er nicht da. Wie redet man im Knast über einen solchen Kriminalfall, wenn man ihn da sieht? Naja, wir haben das natürlich auch gesehen und das lief ja auch tagsüber und man sieht es im Gefängnis, der Fernseher läuft und man ist fassungslos und eigentlich erwartet man, dass es mit jeder Minute oder eigentlich mit der nächsten Sekunde beendet werden wird, weil man irgendwie nach Gelegenheiten schon auch quasi professionell guckt, wo ist denn, es kann doch nicht weitergehen so. Und dann gibt es natürlich einige, die glauben, dass sie Herrn Rösner schon mal gesehen haben im Knast und spekulieren darüber, was das für einer ist. Und auf der anderen Seite wird schon darüber nachgedacht, natürlich kommt der irgendwann mal zu uns. Das ist natürlich auch der erste Reflex, der im Knast so entsteht. Aber insgesamt haben wir uns natürlich gefragt, wie kann es sein, dass Journalisten so unbedrängt und ohne, dass es verhindert wird, also Interviews machen mit Geiseln. Also das war so für uns das Unfassbare, weil wir natürlich im Gefängnis auch ein bisschen geprüft werden, was Geisellagen anbelangt. Ja? Dass wir schon auch... Weil es passieren kann. Weil das passieren kann, weil wir das vergegenwärtigen müssen und dann überlegen müssen, wie tun wir das. Mhm. Und auf einmal kriegen wir ein Beispiel geliefert, was uns hier um den Verstand gebracht hat, weil wir gedacht haben, wir können es mit nichts nachvollziehen. So jedenfalls nicht, Herr Heinen. Sie waren damals Hauptkommissar, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen. Ja. Sie waren nicht aber an diesem Fall beteiligt, aber Sie haben es dennoch sicher wahrgenommen. Wie ist die Diskussion in Polizeikreisen bei denen, die nicht unmittelbar beteiligt waren, gelaufen damals? Ja, ich denke, das war eine unmittelbare Beziehung auch zu unseren Kollegen, die da in Verantwortung standen und die draußen auf der Straße so eine Lage zu bewältigen hatten. Eine Lage, die wir in dieser Form, in diesem Ausmaß, in dieser Mobilität ja eigentlich auch noch nie erlebt haben. Mhm. Und da sind wir schon ganz nah. Also meine Kollegen und ich waren damals im PP Düsseldorf in der organisierten Kriminalität unterwegs. Wir haben da mitgefiebert, was passiert und wie geht es weiter. Und da kommen viele Aspekte zustande. Wann kann man einen Zugriff gestalten? Wie hoch ist die Gefährdung für die Geiseln? War relativ schnell klar, dass wir mit stabilen Tätern zu tun hatten.
dass da auch eine hohe Gefährdung für die Geiseln waren, auch später. Und so wie sich die Lage entwickelt hat, wurde sie ja in der Dimension immer größer. Als junger Polizist haben Sie sich da manchmal gefragt, was würde ich jetzt machen in dieser Situation? Ja, ich war gerade auf dem Weg, ich war gerade zugelassen worden für den höheren Dienst, also für eine Ausbildung als Führungsperson, solche Lagen dann später irgendwann mal selber zu führen. Und da verbindet man das schon mit der Frage, wie verhält man sich da und wie kriegt man eine solche Lage in den Griff? Und was gehört dazu? Also ich glaube, das war schon ein großes Gefühl der Komplexität dieser Lage und der Anspannung. Man fiebert natürlich mit den Kollegen mit. Mhm. Herr Potz, Sie waren damals eben bei der dpa, Sie waren Reporter, Sie sind beschossen worden von Rösner in einem Auto. Wie gegenwärtig ist Ihnen dieser Moment noch heute, 30 Jahre später? Herr Potz, Entschuldigung. Als wäre es gerade geschehen. Sehr gegenwärtig. Heißt? Das heißt, das hat natürlich auch tiefe Spuren hinterlassen. Sowas passiert einem im Leben nicht so häufig. Und es war ja sehr schnell klar, dass der Taxifahrer und ich da in Lebensgefahr uns befanden. Und das hat mich verfolgt bis heute. Das muss man auch seelisch erstmal verarbeiten, so eine Situation. Die spannendste Frage für mich in dem Kontext war, dass wir nach diesen Schüssen, also nach dieser bedrohlichen Situation, so weitergemacht haben, als wäre nichts passiert. Mhm. Also wir, nachdem der Bus sich wieder mit den Geiseln und den Tätern in Bewegung gesetzt hat, haben wir unsere Fahrt in gemessenem Abstand auch fortgesetzt. Unser Ziel war die holländische Grenze, das war die Ankündigung der Täter, da wollten sie hin. Und da endete sozusagen meine Arbeit. Und das haben wir so kommentarlos, ohne uns zu verabreden, so durchgezogen. Das können Psychologen, glaube ich, ganz gut erklären, weil man in diesem Schockzustand, der mit Sicherheit herrschte, bei uns in der Routine einen Schutz findet. Und einfach mal weitermacht. In dem Bus saßen Sie, Herr Bastian Pillay, jetzt lief heute der erste Teil, eine sehr realistische Verfilmung, sehr detailgenau auch dessen, was passiert ist. Können Sie als Beteiligter sowas überhaupt sehen? Ich habe den Film nicht gesehen, ich kenne ihn nicht, ich würde ihn mir auch nicht angucken. Also ich habe damit nicht das Problem, mir den anzugucken, sondern einfach, ich will das doch nicht unterstützen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch der Zeitpunkt, wo der Film jetzt rauskommt, das ist ja wieder eine Huldigung für den Herrn Degowski. Er ist jetzt entlassen worden, dafür wird der Film jetzt genau parat. Ich glaube, das wussten die nicht. Also, Sie haben auf den Jahrestag geguckt, würde ich jetzt vermuten. Der Jahrestag ist ja der 17. August. Richtig, dann, aber ja. Es ist das Jahr. Das ist das Jahr, ja, in dem eben. Wenn man auch mit an die Opfer gedenken würde, dann würde man das in dem Fall natürlich eher zum 17. August hin zeigen. Mhm. In Bezug. Also ich glaube, nehmen wir gerne auf den Vorwurf, geben das auch weiter. Ich glaube nur tatsächlich, von dem, was ich weiß, wusste keiner, dass Degowski in diesem Jahr also auch noch 3 Wochen... Man weiß ja auch, wann Rösner ungefähr rauskommen soll, wenn alles gut geht. 2019 stand im Raum, wenn verkürzte Haftstrafe. Also ich glaube, man wusste es auch. Ich verstehe aber, was Sie meinen. Das ist, glaube ich, so, was auch mich in den letzten Wochen jetzt ziemlich begleitet hat, dass viele auf die Entlassung halt hin auch gefragt haben. Jetzt nicht nur die Presse, sondern auch Freunde, die das in der Bild-Zeitung oder irgendwo gehört haben, dass er entlassen worden ist. Wie das mich berührt hat, haben mich ganz viele gefragt. Und ich habe dazu Stellung dann auch dementsprechend genommen. Aber Sie haben auch über dieses, was passiert ist, gesprochen. Sie waren 7 Jahre alt, Sie sind heute Arzt, Sie waren damals 7 Jahre alt. Sie sind durch Zufall in diesen Bus gekommen mit einem relativ großen Teil Ihrer Familie. Ihre Mutter war dabei, Cousins, Cousinen, Tante, Onkel. Mhm. 8 Leute, glaube ich, aus der Familie. Ja, ungefähr. Und waren plötzlich in diesem Bus als 7-Jähriger. Wann haben Sie realisiert, dass da etwas ganz anders und schief läuft? Als die Geiselnehmer im Bus mit den Pistolen waren, spätestens da, als sie vor der Tür standen, haben wir das nicht so ganz realisiert. Die haben sich ja sozusagen von Straße zu Straße bewegt und sind zum Bus spaziert und standen dann vor dem Bus und haben, das war quasi an der Ampel, und haben dem Busfahrer sozusagen befohlen, die Tür aufzumachen. Das haben wir noch nicht so wirklich realisiert, aber als sie dann drinnen waren im Bus und sich im Bus verteilt haben,
war schockstarre. Wo das, saßen Sie in dem Moment? Ich saß mit meiner Mutter, Cousine am hinteren Eingang, mhm, sozusagen, den man auch eigentlich meistens im Bus sieht. Das war auch Spaß, weil wir immer den Knopf drücken wollten, um die Tür hinten mal zu öffnen als Kinder. Das haben wir immer so gemacht, mhm, früher. Da sind Sie sitzen geblieben während der gesamten Geiselnahme? Zum Glück nicht. Meine Mutter hat die Situation dann erkannt und die saß weiter vorne, ist dann, wenn die Situation ruhiger wurde und es gab ja Situationen, wo Herr Rösner sozusagen mal rausgegangen ist und, mhm, der Degowski auch vorne saß, dann hat sie uns gepackt und ist dann weiter nach hinten gegangen auf diesen Viererplatz, wo dann auch die Bilder sozusagen entstanden sind. Und ganz am Ende, als wir auf dem Weg zum Grundbergsee waren, waren wir in der letzten Reihe unterm Sitz sozusagen quasi. Man weiß, wir wissen, dass dieser Bus erstmal sehr, sehr lange da stand, bevor er losgefahren ist. Quälend lange vermutlich in diesen Minuten. Wie war die Stimmung zu der Zeit noch? Also war das noch eine ruhige Atmosphäre? War das noch nicht so eine unmittelbare Gefahr? Ja, das war der Vorteil an der Presse, muss man sagen, im Nachhinein. Die Presse hat für die Inszenierung Platz geboten und das hat viel Druck von den anderen Geiseln genommen, muss man einfach sagen. Mhm. Der Degowski hat sich immer um die Silke Bischoff gekümmert und der Rösner hat sich halt inszeniert. Der war halt auch der Redelsführer sozusagen und dadurch hatte er eigentlich keine Zeit, um jetzt im Bus irgendwie großartig Panik zu verbreiten oder irgendwie. Es war eine ruhige, aber unter Schock stehende, mhm, Stimmung sozusagen. Und dann fährt der Bus irgendwann mal los, tatsächlich. Ja, wir haben ja alle irgendwie das nicht verstanden, weil wir die Polizei nie gesehen haben, was da also passiert. Ne? Also es war weit und breit keine Polizei für uns zu sehen. Mhm. Und dann hat man später gesehen, dass sie im Rücken von dem Bus waren, also hinter dem Bus standen oder weit hinter dem Bus waren. Als der Bus dann losfuhr, haben wir uns gefragt, wo es jetzt hingeht. Ne? Das war uns ja nicht klar. Es hat ja keiner uns gesagt, wo er hinfahren will und was Sache ist. Sie kommen auf diese Raststätte. Mhm. Dort ist die Situation in beispielloser Weise eskaliert. Aber es hat damit begonnen, dass gesagt wurde, es können Menschen auf die Toilette gehen. Sind Sie raus aus dem Bus? Konnten Sie raus? Ich musste wirklich eigentlich, aber ich wollte nicht ohne meine Mutter gehen. Und meine Mutter wollte nicht rausgehen. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich auch nicht. Und dann sind wir im Bus geblieben. Und dann waren wir halt in der letzten Reihe auch, ne, schon. Und irgendwann wurde es panisch im Bus. Und keiner wusste, warum, was war passiert. Und der Rösner schrie dann wie wild rum und gestikulierte und fuchtelte. Wir haben das dann halt immer gelugt. Mhm. Lusch halt so an den Sitzen vorbei und geguckt, was denn los ist. Und ja, dann nahm das Unheil seinen Lauf sozusagen. Draußen ist die Freundin von Herrn Rösner von der Polizei gegriffen worden. Sie war plötzlich weg. Es verbreitete sich im Bus dann auch die Nachricht. Sie ist jetzt eben festgenommen. Mhm. Und daraufhin sind die beiden Entführer ausgerastet und haben im Verlauf dieser Eskalation, bevor die Freundin wieder im Bus war, den Jungen erschossen, den 15-jährigen Emanuele De Giorgi. Er hat mehrmals gedroht, dass er alle 5 Minuten jemand erschießen will. Mhm. Wir haben es immer gesehen und wir haben noch den Austausch halt auch noch gesehen, wie der sozusagen erst die Schwester genommen hatte und dann... Die kleine 9-jährige Schwester. Genau. Und dann ihn genommen hat und dann hat meine Mutter uns immer versucht, natürlich unterm Sitz zu behalten, weil sie das gemerkt hat. So, und dann haben wir halt gesehen, wie er rausgezogen worden ist. Und hat sich diese absolute Katastrophe irgendwie vorher angedeutet, hat irgendjemand im Bus damit gerechnet, dass die wirklich schießen werden? Bis zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, war es eine ruhige Situation. Man hatte eigentlich gehofft, dass das sich irgendwie auflöst. Also es war, glaube ich, als Kind hat man irgendwie gehofft, dass die Polizei dann irgendwann kommt und das bereinigt. Ne? Das war aber einfach nicht der Fall. Ne? Es hat weit und breit keine Polizei gegeben. Also auch, ich habe in der letzten Reihe ja gesessen und als Kind guckt man ja immer überall hin und ist neugierig. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich aus dem Fenster versucht zu gucken und sehe, wie die Autobahn, die damals 2-spurig war, auf einmal 6-spurig war. Mhm. Weil die Presse und ich weiß nicht, Schaulustige hinterherfuhren. Ne? Es war ja dunkel schon und die Autos leuchteten und das ist mir in Erinnerung geblieben. Und das ist einfach alles unverständlich auch. Sie sind ja dann weitergefahren. Also dann kam die Verlobte zurück.
Der Junge blieb schwer verletzt da liegen. Er starb dann, weil so schnell gar kein Krankenwagen da war. Und Sie sind weitergefahren über die holländische Grenze. Hat sich da etwas verändert? Ja, das muss man definitiv sagen. Die holländische Polizei hatte einen ganz anderen Zug in ihren Verhandlungen. Ne? Auch die Präsenz der Polizei war ganz anders. Wir standen auf einer Landstraße und der Laserpointer von den Scharfschützen ging immer an den Fenstern vorbei. Und das hat den Rösner so nervös gemacht. Wenn man den Bus dann teilweise gesehen hat, der ist dann irgendwann nachts durchgedreht und hat die Scheiben sozusagen beschossen, damit er den Laserpointer nicht mehr sehen musste. Ne? Mhm. Und die haben natürlich auch ganz anders verhandelt anscheinend, weil das hat man ja auch im Nachhinein nicht verstanden, warum man das in Bremen nicht einfach auf die Reihe gekriegt hat, die Kinder oder ältere Menschen irgendwie frei zu bekommen. So, ne? Und die wurden dann freigelassen? Wir wurden die Kinder in wurden dann freigelassen? Morgens, kurz bevor die anderen freigelassen sind, sind wir freigelassen worden. Meine Cousine, ich und die Tatjana und mein Cousin. Aber nicht Ihre Mutter? Meine Mama noch nicht. Die war bis zum Ende, die mussten, glaube ich, am Ende noch so einen Kreis um das Fluchtfahrzeug bilden. Und dann bis sie eingeladen hatten als menschliche Schutzschilde. Genau. Dann wurden sie, aber auch sie wurde freigelassen. Hm. Wann war diese Entführung für Sie komplett zu Ende? Wir waren dann alle im Krankenhaus in Holland. Dann sind wir mit einem Reisebus aus Holland wieder nach Bremen gebracht worden. Wurden dort rausgelassen und es kam jemand zum Händeschütteln und das war's dann. Das ist etwas, was Ihnen nicht aus dem Kopf geht, dass sich niemand um Sie gekümmert hat, oder? Im Nachhinein, ich glaube, damals war uns das gar nicht bewusst so, weil, ich sag mal, Rechte, wir wussten nicht um die Rechtslage hier. Und Sie waren gerade aus Sri Lanka geflohen, Sie waren seit ein paar Monaten erst im Land. 5 Monate waren wir. Und hätten aber Hilfe gebraucht, therapeutische Hilfe auch? Ja, im Nachhinein würde ich sagen, definitiv. Das hat man dann später auch in der Schule und so gemerkt und auch im Umgang, im zwischenmenschlichen Umgang. Die Verarbeitung war schon schwierig. Und ich glaube, vor allen Dingen für meine Mutter wäre schon wichtig gewesen. Sei es, es muss nicht unbedingt die psychologische Hilfe gewesen sein, auch einfach eine Hilfestellung. Einfach das Angebot, dass jemand sich kümmert und einem anbietet. Ich meine, das Makabre ist, ein halbes Jahr später wären wir wieder abgeschoben worden. Und das ist eine belastende Situation für uns gewesen. Vermutlich wäre das auch sonst eine sehr belastende Situation gewesen. Wie lange hat es gedauert in der Familie, bis Sie so halbwegs, weiß ich nicht, zum Beispiel in den Bus steigen konnten? Ich bin mehrere Jahre nicht Bus gefahren. Irgendwann habe ich mich einfach entschieden, dass ich keine Angst mehr haben wollte. Und habe mich entschlossen, das einfach zu tun und habe gemerkt, okay, es geht. Und ich bin im Bus gefahren. Und seitdem habe ich Stück für Stück, also es ist nicht dadurch, dass ich Bus gefahren bin, alles wieder gut gewesen, sondern das war ein Teil meines Verarbeitungsprozesses, würde ich sagen. Sie haben das jetzt einmal erzählt, Sie haben es noch mal erzählt. Hat sich denn jemand gemeldet aus Bremen eigentlich zwischendurch bei Ihnen und hat mal gesagt, es tut uns wahnsinnig leid, was mit Ihnen passiert ist? Irgendetwas Nein, in der Art? Das wurde nicht getan. Im Gegenteil, wir haben sogar, es gibt ja ein Opferentschädigungsgesetz. Da haben wir, ich glaube, 98 habe ich diesen Antrag gestellt zum 10-Jährigen. Und der wurde, wir wurden begutachtet sozusagen und der Antrag wurde dann bewilligt zwar, aber es wurden keine Leistungen bewilligt, weil wir keine anerkannten Flüchtlinge zu dem Zeitpunkt waren. Sie sind 2004 erst eingebürgert worden, haben dann studiert, sind jetzt eben Arzt, hatte ich schon gesagt. Genau. Wenn Sie jemanden einen Vorwurf machen, ist es die Polizei in erster Linie? In erster Linie, zu dem Tatzeitpunkt würde ich sagen, es ist definitiv die Polizei, weil ich glaube, dass Geiselnehmer so frei und ungehindert zum Bus laufen können, ist eine Sache, das kann man vielleicht nicht vermeiden. Aber die Leute, also wir sind ja mit der Straßenbahn sozusagen zu diesem nach Hockelriede gefahren an dieser Haltestelle und wir sollten einfach aus der Straßenbahn aussteigen. Wären wir in der Straßenbahn drinnen geblieben, sag ich mal so, wäre die Straßenbahn einfach weitergefahren auf den Gleisen und die fährt dann eine Brücke hoch. Da kommt kein Mensch mehr hin. Ja. Wir sind aus der Straßenbahn einfach rausbefördert worden und keiner wusste, warum. Ja, das die schon angehalten worden, weil da? Nee, es war eine Haltestelle. Die Hockelriede ist eine Haltestelle. Wir sind ausgestiegen und keiner wusste, warum wir aus der Straßenbahn aussteigen sollten. Wir sollten einfach nur aussteigen. Okay. Und dann standen wir halt und dann ging es halt in den Bus. Ne? Nur kurz, Herr Heinem, bevor wir das wirklich vertiefen. Eine ganz knappe Frage. Hätte die Polizei verhindern können, dass überhaupt die Geiselnahme im Bus
passiert ist. Aus heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht hätte sie das maximal verhindern können, wenn die ganze Geiselnahme nicht grundsätzlich nicht in die Bewegung gegangen wäre. Mhm. Aber dann hätte man die entscheidenden Fragestellungen und die entscheidenden Situationen, möglicherweise auch von Tötung von Geiseln, am Tatort selber in Gladbeck gehabt. Mhm. Wenn eine solche Lage in die Bewegung geht, wird sie sehr kompliziert, weil sie von unendlich vielen Komponenten begleitet wird. Tatsächlich steht heute Gladbeck beispielhaft eigentlich für das, was bei so einem Einsatz von der Polizeiseite schieflaufen kann. Für viele Polizeifehler in Kette. Ein paar Beispiele wollen wir Ihnen zeigen. Polizei und Politik werden nach dem Geiseldrama schwere Vorwürfe gemacht. Die Liste von Fehlern und umstrittenen Entscheidungen scheint lang zu sein. So vergibt die Polizei in Bremen die Chance, die Geiseln zu befreien, obwohl die Geiselnehmer zeitweise nicht mehr im Fluchtauto sitzen. In Bremen positioniert die Polizei Scharfschützen, entscheidet sich aber gegen einen Schießbefehl aus Sorge um die Geiseln. Die Festnahme von Rösners Freundin hat den Tod des 15-jährigen Schülers Emanuele De Giorgi zur Folge. Er wird von Dieter Degowski erschossen. Weder in Bremen noch in Köln werden die Tatorte abgesperrt. Passanten können sich ungestört den bewaffneten Entführern nähern. Dilettantisch erscheint auch der Befreiungsversuch der Polizei auf der Autobahn. Ein Spezialkommando rammt das Auto der Geiselnehmer. Im anschließenden Schusswechsel stirbt eine der beiden Geiseln. Die übrigen Insassen werden verletzt. Sind die Vorwürfe gegen die Polizei berechtigt? Herr Heinen, der damalige Innenminister von Nordrhein-Westfalen hieß Herbert Schnurr und er hat vor dem Untersuchungsausschuss danach gesagt, es sind gar keine falschen Entscheidungen getroffen worden. Es gab nur einen Mangel an richtigen Entscheidungen. Würden Sie sagen, das fasst die Situation richtig zusammen? Ja, das kann man ja interpretieren, wie man möchte. Im Nachgang ist es, glaube ich, immer recht einfach, vom Ergebnis her zu urteilen, warum war eine Entscheidung richtig oder falsch. Mhm. Ich nehme das Beispiel, das hier auch angeführt worden ist. Es waren Scharfschützen positioniert. Schon. Aber die Antwort kommt ja selber auch in dem Beitrag, indem man sagt, aus Sorge um die Gefahr der Geiseln sind die nicht eingesetzt worden. Mhm. Und das ist ja immer eine Abwägung in der jeweiligen Situation. Aber dann gibt es zum Beispiel die Situation, der eine Geiselnehmer geht mit seiner Freundin in Bremen shoppen. Der andere sitzt mit den beiden Geiseln, das waren damals noch die Bankangestellten, im Auto, dann geht er aus dem Auto raus. Ja. Die beiden sind alleine im Auto, bleiben da zurück und es gibt keinen Zugriff. Ja, weil der Zugriff zu diesem Zeitpunkt unter Berücksichtnahme auf die Situation der Geiseln von dem einzelnen Beamten, der das vorne gesehen hat, nicht freigegeben war und der einzelne Beamte in einer solchen Situation nicht handeln. Wir handeln nicht so wie im Krimi, dass einer eine Waffe zieht und dann schießt. Aber damit kann man dann. Aber letztendlich, am Grundbergsee haben Sie ja anscheinend das ohne Befugnis gehandelt. Das ist ja einer der nächsten. Nee, das ist ja auch nicht ohne Befugnis gewesen, sondern aufgrund eines Kommunikationsfehlers. Der Kollege, der dazugegriffen hat, hat im Funk vernommen, dass er zugreifen soll. Das ist die Situation an der Raststätte. Aber wir sind noch in Bremen. Da wäre es einfach gewesen, denkt man von außen. Ja, das ist eben das Problem, dass man es von außen denkt. Weil wenn man die Situation, wenn ich es eben zu Ende sagen darf, Herr Kienzle, die Situation ist ja die, dass Löblich und Rösner zu diesem Zeitpunkt unterwegs waren, auch bewaffnet. Ja. Und dort keine Polizei dabei war. Und man Sie dann gesehen hätten, dass Degowski festgenommen, ja, weil die Polizei in der Bewegung dort in dieser Situation so nicht war. Und dann ist ja auch immer eine Frage, wenn ich den einen festnehme und habe nicht die Zugriff auf die beiden anderen, was passiert dann? Anschlussgeiselnahme als Thema. Im groben vergleichbar mit dem, was am Grundbergsee passiert ist. Es ist auf eine Täterin zugegriffen worden. Die beiden anderen waren nicht unter Kontrolle, sodass es zu diesem Schusswaffengebrauch kommen konnte. Und das Grundprinzip muss in diesen Situationen sein, gleichzeitig auf alle Täter zugreifen zu können, um die Handlungsfähigkeit des einzelnen Täters jeweils einzuschränken. Aber immer unter dem Gesichtspunkt, dass ich Geiseln nicht gefährde. Mhm. Und das ist in diesen Situationen eben halt, da ist die Situation vorbeigegangen. Ja. Ich würde sagen, dass das kein Fehler war. Ich will ja nicht von den Journalisten ablenken. Aber die Polizei in Bremen hat so fulminante Fehler gemacht, dass es eigentlich nicht entschuldbar ist. Das war ein Chaos,
Das war unvorstellbar, dass plötzlich 20 Journalisten, 25 Journalisten vor den Bus treten können und der Rösner kommt raus und gibt eine Pressekonferenz. Das ist ein unmöglicher Thema. Zustand. Ja. Eine Pressekonferenz. Sagen muss, es wird ja so viel über das Interview von Radio Bremen geredet. Ja. Machen wir auch noch heute, genau. Das war gar kein Interview, das war eine Art Pressekonferenz. Ich gebe Herrn Hein da natürlich recht in der Hinsicht, dass da keine Scharfschützen ans Werk gehen müssen. Das ist auch, da hat er vollkommen recht, das ist eine Gefährdung aller. Aber es fängt ja mit einer simplen Maßnahme an. Da steigen 30 Leute aus der Straßenbahn aus. Das Erste ist doch, die Gefährdung dieser Leute zu verhindern, indem man einfach sagt, weg hier. Also weg in die Richtung, nicht in die Richtung oder nicht dahin, sondern dahin. Das ist eine simple Maßnahme. Da muss nur ein Polizist stehen, sagen, bitte verlassen Sie hier das Gebiet. Das ist das, was mich sozusagen trifft, weil ich darüber, das ist das, das was mich auch... Chaos. Das ist die Frage, warum ist das nicht abgesperrt worden? Aus Ihrer Sicht kann ich das total verstehen. Sie hatten aber ganz aufgeregte Täter, haben Sie ja selber gerade geschildert, wie Rösner da im Bus war. Und jetzt stellen Sie sich vor, in dieser Situation kommt unabgestimmt mit Rösner die Polizei. Der denkt ja auch was. Und der denkt, jetzt geht's um Zugriff auf mich. Von daher ist es nicht so einfach, daher zu gehen, eine Polizeikette aufzuziehen und zu sagen, wir meinen dich nicht, Rösner, sondern wir wollen hier nur Unbeteiligte retten. So naiv sehe ich das nicht. Das verstehen Sie jetzt ein bisschen falsch. Also das Ding ist, wenn Sie an diesem Schauplatz waren, also ich weiß ja, wie das da aufgebaut ist. Das ist ein Gemüseladen, wo Sie waren, das ist schräg gegenüber. Das sind 100 Meter, fast 150 Meter entfernt. Da standen aber von der BSAG, das ist die Bremer Straßenbahngesellschaft, standen Leute, die haben die Straßenbahn halt angehalten und gesagt, die sollen aus der Bahn aussteigen. Hätte man auch zu denen sagen können, bitte, die sollen nicht den Bus benutzen, sondern fahren Sie weiter. Das ist ein Kommunikationsfehler, ganz klar von der Polizei. Ein Kommunikationsfehler ist ein Stichwort, was immer gekommen ist. Lässt sich das bestreiten? Das lässt sich nicht bestreiten. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass man auch immer die Sicht sehen muss, was bewirke ich mit einer Maßnahme, definitiv, die viele andere offensichtlich ist. Warum hat man sie nicht getan? Dass man darüber nachdenkt, was könnte denn die Folgen sein, also in der Abwägung der Gefahr, was könnten die Folgen sein, wenn man diese Maßnahme so durchführt, wie jeder sagt, das hätten die doch machen müssen. Mhm. Da gibt es Alternativen, aber Kommunikationsthema ist in dieser gesamten Lage ein Thema und das sind auch die Lehren unter anderem, die wir daraus gezogen haben. Man sieht in dem ersten Teil des Films, den wir heute gesehen haben, lange Debatten tatsächlich in der Einsatzzentrale, erst noch in Nordrhein-Westfalen, später sind sie aber ähnlich dann auch in Bremen, wo darüber geredet wird, wann jetzt welcher Zugriff mit wem und welchem Mittel erfolgt. Das wirkt so, dass man sich fragt, wieso diskutieren die so lange in diesem Moment, wo ja die Entscheidung möglicherweise schnell getroffen werden muss. Ist das realistisch? Es ist heute nicht mehr realistisch, weil wir heute die Führung nicht mehr abgeben. Wir haben natürlich aus dieser erschreckenden Lage, das ist für uns auch eine erschreckende Lage gewesen, wenn eine Lage so endet. Auch für die Kollegen, mit denen ich auch später noch lange Jahre zusammengearbeitet habe, die den Zugriff da vorne gemacht haben. Und dann mit einem solchen Ergebnis bei allem retten zu wollen. Machen wir es so, wenn wir eine Geiselnahmelage haben, die in die Mobilität geht, dass der Polizeiführer... Wenn die sich also anfangen zu bewegen. Ja, dass der Polizeiführer des Ausgangspunktes die Lage auch weiterführt. Sodass nach heutiger Lesart, wenn die Lage jetzt wieder käme, der Polizeiführer, und nicht in Recklinghausen, wie es damals war, sondern in einer besonders dafür vorgesehenen Behörde, das kann ich sicher an einer anderen Stelle noch mal erklären, die Lage führt, auch in Bremen führt, auch die Kommunikation mit den Niederländern aufnimmt, sodass also Übergaben und Informationsverluste und Kommunikationsfehler in dieser Form nicht mehr entstehen. Mhm. Und der Hauptgrund war doch, dass in Gladbeck nicht verhindert wurde, dass die Bank wegfahren. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Es würde heute, denke ich, nicht mehr passieren. Würde also, das heute noch so passieren? Das kann man nicht mit Ja und Nein beantworten, weil es immer auf den Einzelfall ankommt. Aber Sie hatten, glaube ich, in Aachen eine Geiselnahme 1999? 1999 in der Landeszentralbank in Aachen ist ein Täter in die Landeszentralbank gefahren mit einem Fahrzeug eines Sicherheitsunternehmens, das gepanzert war, sodass wir auch nicht in das Fahrzeug hinein konnten, und hatte drei Geiseln über auch fast 50 Stunden. Mit Handgranaten um den Hals. Mit Handgranaten, die entsichert am Körper aller Geiseln. Wir haben zwei Geiseln in Verhandlungen frei bekommen, aber er ist dann mit einer Geisel
hat er die Bank verlassen und wir haben ihn dann nicht in die unmittelbare Innenstadt nach Aachen gehen lassen. Sondern? Das war, er hat sich am Ende des Bereiches der Landeszentralbank auf eine Mauer gesetzt mit der Geisel auf dem Schoß. Und da wir dort Scharfschützen so positioniert hatten, dass wir ohne Gefährdung Dritter agieren konnten, ihn erschossen. Und haben dann die Situation gehabt, dass wir einen erschossenen Täter mit einer Geisel, die eine Handgranate im Hemd ungesichert, in einem strammen Hemd in der Faust hielt, dann eben halt auch haben retten. Aber würden Sie sagen, so wie Sie da agierten, haben 99, ist eine direkte Folge aus den Ereignissen in Gladbeck, 88 und in Bremen? Ich habe es eben schon mal angedeutet, die Lagelösung am ersten Tatort und nicht in die Mobilität zu gehen, weil die Mobilität unabwägbare Situationen herbeiführt. Ja. Aber es hängt natürlich auch davon ab, was passiert unmittelbar am Tatort. Ja. Wenn er mehrere Geiseln hat, ich nehme mal ein Beispiel, und fängt an, alle 10 Minuten eine Geisel zu erschießen, dann sind Sie wieder in einer vollkommen anderen Situation. Halten Sie es am Tatort, wenn Sie keine Zugriffsmöglichkeiten haben. Und das hatten wir in Aachen zum Beispiel nicht in diese Tiefgarage hinein. Oder aber haben Sie Zugriffsmöglichkeiten und machen einen Zugriff, oder haben Sie gar keine Chance. Nur vor weitere Geiseln erschossen werden, könnte es dann theoretisch auch wieder in die Mobilität gehen. Aber es kam, Entschuldigung, am Ende, also es ist ja der Junge, heißt es, ist tatsächlich deshalb erschossen worden, weil die eine Hand nicht wusste, was die andere tat. Da wird also die Lebensgefährtin abgegriffen an der Raststätte. Sie kommt nicht rechtzeitig zurück. Dann gab es auch noch Pannen, die man gar nicht erklären kann. Ja. Und ein Junge liegt am Ende 15-jährig erschossen am Boden. Hätte man das nach heutigem Stand verhindern können? Hätte man verhindern können, dass Silke Bischoff am Ende bei der Befreiungsaktion im Kugelhagel stirbt? Also am Grundbergsee, bleiben wir beim Grundbergsee zunächst mal. Das ist die Raststätte. Ich gehe davon aus, dass unsere Organisation, unser Training, die Professionalisierung, dass es nur noch dieselben Leute machen und nicht irgendeine Behörde, dazu führen wird, dass es solche Kommunikationsfehler nicht gibt in der laufenden Lage. Und da die bin Befreiung fest dann auf der Zugriff ist ein Zugriff gewesen, der trainiert war. Mit diesem Rammen in der Erwartungshaltung, dass wir durch das Rammen mit einem gepanzerten Fahrzeug, also mit einem tonnenschweren Fahrzeug, in einen schweren 735er BMW so viel Energie aufbringt, dass im Fahrzeug keiner mehr eine Waffe hält oder irgendwo bewegungsfähig sein kann. In dieser Situation ist es aber so passiert, dass in dem Moment des Rammens der BMW losgefahren ist, sodass wir den BMW nicht an der Stelle getroffen haben, wo wir ihn treffen wollten. Und das hat dazu geführt, dass Röstner seine Waffe nicht verloren hat und sofort reagieren konnte. Herr Bausch. Also ich habe mich bei allem, was Sie erzählen und was Sie sagen von wegen Zugriff, ich habe mich bei diesen ganzen Bildern immer gefragt, wenn es Journalisten also gelingt, so nah an die Täter ranzukommen. Genau das. Ja, warum gibt es keine Polizisten, Spezialisten in Zivil, die genauso nah rankommen und die Gelegenheit nutzen, beide Täter auszuschalten? Da war die Mobilität ja aufgehoben. In dem Bus war ja... Waren Sie ja sozusagen stationär? Also ich kann das für die Bremer Polizei da nicht sagen, warum Sie da nicht da waren. Ich kann es aber im Vergleich, ein Beispiel auf der Breitenstraße in Köln sagen, weil wir da die Situation hatten. Und da gehört leider auch zur Wahrheit dazu, dass wir Kollegen in Zivil dort hatten und versucht haben, an die Täter heranzukommen und die Journalisten uns nicht gelassen haben. Und sogar das Gespräch war zu den Tätern bei den Interviews. Hier steht übrigens Polizei rum, seid vorsichtig. Also da dann wird es schwierig, eine solche Art von Zugriff, wie Sie gerade vorschlagen, auch durchzuführen. Dazu kommt dann auch noch, dass Frau Bischoff, die Bilder sind ja heute auch wieder da, die Waffe unmittelbar unterm Kinn hatte. Und ein Reflex eines Täters, auch wenn er getroffen wird, nicht ausgeschlossen ist, dass er trotzdem noch schießt. Und dann ist das Risiko für die Geiseln zu hoch und dann macht man noch keinen Zugriff. Frau Friedrichsen, es sind ganz viele einzelne Stationen, einzelne Fehler, die gemacht worden sind. Sie waren ja im Prozess dann dabei. Ja. Kam das eigentlich im Prozess gegen die Geiselnehmer dann irgendwie auch zur Sprache, was von Polizeiseite verkehrt gelaufen ist? Die Polizisten sind zwar reihenweise als Zeugen geladen worden, haben aber alle von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, weil sie sich sonst offensichtlich in die Gefahr begeben hätten, sich selbst zu belasten. Und der Vorsitzende Richter hat damals x-mal versucht, auch eine Aussagegenehmigung bei dem Polizeipräsidium für diese Zeugen zu bekommen. Wurde alles abgeblockt, sodass es eine wirklich absurde Situation war, dass in wochenlang sind Polizisten erschienen in Begleitung einer Anwältin und es ist kein Wort
von Ihnen gesprochen worden. Das heißt, die Aufarbeitung jedenfalls da hat nicht stattgefunden? Die hat nicht stattgefunden. Nicht im juristischen Sinne? Und haben Sie denn als Betrachterin von außen das Gefühl, dass die Polizei aber ihren Job gemacht hat, in dem Sinne, dass sie aus den Fehlern gelernt hat? Und wenn Sie sagen, heute würde das so nicht mehr passieren? Das glaube ich ganz sicher. Ich bin auch überzeugt davon, dass man da Lehren draus gezogen hat. Ja. Also das wäre ja auch absurd, wenn man das nicht gemacht hätte. Nur damals war die Situation, man hätte ja natürlich als Journalist ganz gerne auch über diese Polizisten geschrieben, was die da dazu zu sagen gehabt hätten. Und das Gericht war immer in der schwierigen Situation. Auf der einen Seite hat das Gericht eine Fürsorgepflicht für die Zeugen, also dass die sich nicht irgendwie verrennen oder irgendetwas machen, was sie gar nicht machen sollen oder von Rechts wegen gar nicht machen dürfen. Und auf der anderen Seite hat das Gericht die Aufklärungspflicht. Und das passte alles irgendwie nicht zusammen. Es war ganz schwierig. Herr Heinen, die Aufklärung sozusagen hat hinter dem Selbstschutz der Polizisten zurückgestanden, jedenfalls vor Gericht. Ist das richtig? Ja, die Polizisten haben genau dieselben Persönlichkeitsrechte wie Sie und alle, die hier in der Runde sitzen. Natürlich. Und wenn der Verdacht besteht, dass die eigene Aussage zum Geschehen zu einer eigenen Belastung im Sinne von Beihilfe zur fahrlässigen Tötung oder wie auch immer führen kann, hat jeder das Recht, die Aussage zu verweigern. Da ist ein Polizeibeamter persönlich verantwortlich für sein Handeln und wird so in der Strafprozessordnung gleich behandelt. Wenn es ein, sagen wir mal, was es natürlich nicht gibt, eine Staatsverantwortung für das Handeln des einzelnen Polizeibeamten, könnte der Polizeibeamte natürlich eine Aussage treffen. Aber er steht da als Individuum wie jeder andere vor Gericht. Und von daher kann die Aussage verweigern. Was man sehen könnte, Herr Bastian Pillay, dieser Satz von Herrn Schnoor. Also es gab ja einen Innensenator in Bremen, der ist zurückgetreten. Infolge eben der Ereignisse, der Innenminister in Nordrhein-Westfalen ist nicht zurückgetreten und sagt, es gab eben keine falschen Entscheidungen, nur einen Mangel an richtigen Entscheidungen. Wie sehen Sie die politische Verantwortlichkeit? Ich kann das ja nur für mich sprechen. Wie das damals aufgearbeitet worden ist, konnte ich nicht nachvollziehen. Dafür war ich noch zu klein und habe auch nicht die Presse so verfolgt. Mit dem Blick von heute würde ich definitiv sagen, man hat es so gut wie es geht, also das ist mein Gefühl, kann ich nur sagen, so gut es geht, unterm Teppich das fallen lassen. Es wird immer alle 10 Jahre so ein bisschen aufgebauscht, zum Jubiläum sozusagen. Kommt die Presse, kramt das nochmal raus. In Bremen ist das nirgendwo Thema gewesen. Mhm. Also, haben Sie denn Vertrauen, dass Herr Heinen mit dem, was er jetzt versucht hat, uns zu erklären, sowas würde so heute nicht mehr passieren? Glauben Sie, die Lehren sind tatsächlich gezogen worden, was die Polizei angeht? Ich glaube, man hat daraus gelernt, definitiv. Ich glaube, nicht daraus zu lernen, das geht einfach nicht. Ne? Okay. Diese Fehler, wie man die gemacht hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht wieder passiert. Also ich glaube schon, dass das wieder passieren kann, weil diese Kompetenzgerangel, glaube ich, das besteht immer noch. Also das merkt man auch bei einfachen Sachen, wenn man in Bremen unterwegs ist und da gibt es Hierarchien und so. Das glaube ich, das ist, glaube ich, auch ein Problem bei der Polizei, dieses Hierarchische. Das Gleiche passiert nicht mehr, aber was anderes. Genau. Das vielleicht gut. Ich kann das auch nur zu Bremen. Ich will einen Satz, den Sie jetzt gesagt haben. Bevor wir nur über die Polizei jetzt reden, genau das wollte ich nämlich auch über die Journalisten reden. Genau das machen wir jetzt. Herr Heinen hat nämlich einen ziemlich großen Vorwurf hier in den Raum gestellt, und zwar den, dass die Journalisten zumindest in Köln die Arbeit der Polizei behindert haben. Das wäre also das Maximum dessen, was man falsch machen kann als Berichterstatter, nicht nur, dass man keine Distanz hat, sondern dass man tatsächlich auch noch verhindert, dass eine Sache zu einem guten Ende kommt. Auch das zeigt der ARD-Zweiteiler Gladbeck. Das Geiseldrama entwickelt sich zu einem Medienspektakel, wie es Deutschland zuvor und danach nicht erlebt hat. Trotz dringender Appelle der Polizei, das Leben der Geiseln nicht durch Berichterstattung zu gefährden, verfolgen Reporter und Kamerateams die Geiselnehmer vom ersten Tag an. Interviews und Fotos, ob mit Opfern oder Tätern, die Journalisten schrecken davon nicht zurück. Hochumstritten ist das ARD-Interview mit Hans-Jürgen Rösner. Tagesthemen-Moderatorin Sabine Christiansen moderiert es mit spürbarer Skepsis an. Wie kaltblütig die Geiselnehmer sind, zeigte sich vor gut 3 Stunden. Einer der beiden Kidnapper verließ den Bus, ging auf meinen Kollegen Günter Ollendorf zu und gab in unglaublich zynischen Worten den Reportern Auskunft. Ein makabres Dokument. Die Entscheidung, dieses Interview auszustrahlen, ist uns nicht leicht gefallen. Doch wir halten es, wie gesagt, für ein Dokument. Wie lange wollen Sie denn die Geschichte noch fortsetzen? Ja, wir werden einige Forderungen stellen und werden die nicht erfüllt, dann knallt es. Ne? Ja, wollen Sie es wirklich auf sich nehmen? Ja, wir haben abgeschlossen im Leben. Ne? Und Sie meinen nicht, dass es nicht besser ist, aufzugeben? Aufgeben auf keinen Fall.
Ich kann nicht ganz konkret sagen, wie das dann abläuft. Dann knallt da drin und vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich. Ne? Und der letzte ist dann diesen, ja. Viele Journalisten bereuen später ihre Distanzlosigkeit. Wie viel Mitschuld haben die Medien an der Tragödie von Gladbeck? Herr Kienzle, die Mutter von Silke Bischoff hat Journalisten als blutrünstige Menschen beschrieben. Hat sie in gewisser Weise recht? Das kann ich nicht nachvollziehen. Was da passiert ist, ist eine Hysterisierung. Das begann ja damit, dass am Abend davor das ZDF um 21 Uhr die Abfahrt aus Gladbeck gezeigt hat, live im Fernsehen. Na, davor gab es schon Interviews mit Journalisten, mit den Geiseln, genau. und den Geiselnehmern in der Bank. Und das führte zu einer Hysterisierung der Situation. Sie müssen sich vorstellen, wir haben damals in einer sehr angestrengten Situation gelebt. Die Privaten tauchten zum ersten Mal auf. Es gab die Unsicherheit, wie reagieren wir überhaupt? Werden die jedes Verbrechen zeigen? Zeigen wir es? Und ich finde das Interview, das hier gezeigt worden ist, ist relativ harmlos. Es ist ja, Entschuldigung, es war ja ein Kollege aus Ihrem Haus. Sie waren der Chefredakteur zu der Zeit. Haben Sie ihm denn aufgetragen, dass er den Geiselnehmer interviewen soll? Was diese Hysterisierung klar macht. Dieses Interview haben wir, weil es damals aus Sparsamkeitsgründen keine Direktleitung von Bremen nach Hamburg zur Tagesschau gab, sondern wir mussten das an den Stern in Frankfurt überspielen. Und dort hat es das ZDF abgegriffen. Und ohne uns zu fragen. Der Stern ist sozusagen ein Verteilungsnetz. Ja, ohne uns zu fragen gesendet. Und ich gucke das heute schon mal an und denke, ich werde wahnsinnig. Was machen die mit unserem Interview? Ja, dann hätten Sie also, ja sagen können, nein, Schande, dass die das senden. Das zeigt die Hysterisierung, die Konkurrenzsituation, die eingebildete oder echte Konkurrenzsituation und das Umgehen mit neuen Medien. Das hat alles völlig durcheinander gebracht. Und genau in diese schwierige Situation hat die Polizei sozusagen es möglich gemacht, dass die Journalisten plötzlich... Nochmal einen Schritt zurück. Also erstmal ist der Journalist ja da und der war von Ihnen aus Ihrem Haus und der war da und er hat einfach ein Interview mit einem Geiselnehmer geführt. Das war kein Interview, das haben Sie ja gehört, das war eine Pressekonferenz, da haben andere Kollegen auch gefragt. Gleichwohl saßen im Bus schon die Geiseln und wurden gefangen gehalten. Ja. Das stellt sich doch die Frage. Ja, die erste Frage von dem Kollegen war, haben Sie eigentlich kein Mitleid mit den Geiseln? Was machen Sie hier? Aber eigentlich? Die Frage ist doch, also das muss ich jetzt mal Privatfernsehen hin oder her, Kollegen vom ZDF hin das oder war her. Wichtig. Die Frage ist doch, wenn man als Journalist da vor Ort ist und man sieht einen Geiselnehmer auf einen zukommen, muss man den interviewen? Nein. Und wenn man das Interview dann sieht und Sie man als Chefredakteur... Man muss es auch nicht senden. Eben, muss man es senden? Man muss es nicht senden. Warum haben Sie es gesendet? Wir haben dieses Interview überspielt an die Tagesthemen und haben gesagt, macht damit, was ihr wollt. Aber das so kenne ich Sie nicht, Herr Kienzle. Aber natürlich. Ja, aber Sie waren doch Chefredakteur. Sie hätten doch als Chefredakteur Ich kann jetzt gar nicht mein Haus. Nicht den Tagesthemen sagen, das muss gesendet werden. Dann anders. Ja nicht weitergeben müssen. Ne? Ist es denn in Ordnung, dass es gesendet wurde, Ihrer Meinung nach? Ich finde, das, was gesendet worden ist, ist absolut in Ordnung. Es hätte vielleicht anders eingeordnet werden müssen. Also ich kriege wirklich große Bauchschmerzen. Das wäre eine wichtige Frage. Ganz große Bauchschmerzen, weil man, Sie haben damit diesen Verbrechern eine Bühne gegeben, die man sich ja kaum erträumen kann. Und in der Folge dann führte das doch dazu, dass die ganzen Journalisten die Verbrecher noch aufgefordert haben, komm, stell dich noch mal so hin und halt noch mal die Waffe da schön an das Kinn von der Silke Bischoff und so. Und die haben das auch brav gemacht, weil es ja so toll war alles. Aber das hat damit nichts zu tun. Und das entwickelt aber dann so eine Eigendynamik. Ja, wenn die einen haben das, ja, dann müssen wir auch. Ich habe ein Interview gemacht und dieses Interview war meiner Meinung nach harmlos. Und das so harmlos ist das nicht, wenn man... Das haben wir überspielt. Sie haben die Gelegenheit gehabt und die beim Schopf gepackt. Wir haben es an die Tagesthemen überspielt und wir haben nicht gesagt, ihr müsst das senden. Aber die Frage ist tatsächlich, also wenn man so ein Dokument hat, und so wurde es ja auch eingeordnet, dann sagt man, das ist ein Dokument einer besonderen zynischen Seite. Sie würden es heute noch mal senden, oder? Richtig eingeordnet würde ich das noch mal senden. Wenn die Zeit, möglicherweise haben die gar keine Zeit gehabt, das wollte ich noch erklären vorhin. Also für die Polizei. Ist um 19.20 Uhr ist das Interview aufgenommen worden. Bis die Überspielung passiert war, war es 20:30. Dann ist im ZDF dieses Interview gelaufen. Und nebenher haben die Kollegen bei den Tagesthemen dran gearbeitet. Ja.
das war ein absoluter Totalstress. Und diese Entscheidung in dem Augenblick zu treffen, muss ich ehrlich sagen, war eine schwierige Entscheidung. Das, aber Sie sagen ja, Sie und auch für die Moderatorin eine absolut schwierige Situation, weil sie gar nicht genügend Informationen hatte. Herr Heinen, wollte was? Ja, für mich stellt sich die Fragestellung ein Stückchen früher. Nicht die Sendung des Interviews, sondern muss ich in einer solchen Situation überhaupt dieses Interview machen? Ja. Denn ich befinde mich da in einer ernsten Situation, die jeder Journalist erkannt hat. Mit bewaffneten Tätern, mit Tätern, die geschossen haben, mit Geiseln, die um ihr Leben fürchten. Mit einer Polizei, die, ob sichtbar oder nicht sichtbar, Maßnahmen versucht. Ob ich da als Journalist im Sinne von Gefahrenabwehr und Rettung von Leben nicht fürchterlich störe, wenn ich das tue, was ich da tue, nämlich in dieser Situation ein Interview. Jetzt muss ich einmal das sagen, was... Sie haben an einem Punkt recht. Ja. Die Selbstkontrolle der Journalisten ist in dem Punkt tatsächlich null gewesen. Was ich mich gefragt habe, ist, ob die Journalisten eigentlich nie eine Eigengefährdung wahrgenommen haben. Ne? Das, auch. Das habe ich einfach nie verstanden. Die sind reingekommen dann, und rausgegangen. Man reagiert dann klar ganz automatisch, so wie Sie das damals das wollte jetzt, ich auch wollte Herrn Potze haben gerne zu Wort ja kommen lassen, weil Sie tatsächlich derjenige waren, der ja, ja... Heute sind Sie Sprecher des Presserats. Das ist insofern auch passend, weil der Presserat wäre die Kontrollinstanz und auch so das ethische Gewissen des Journalismus, der da wahrscheinlich sagen würde, Leute, so geht das nicht. Aber damals waren Sie bei dpa, Sie waren Reporter, Sie waren in Oldenburg, eigentlich überhaupt nicht Ihr Berichtsgebiet. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Und ich war bereits Mitglied im Deutschen Presserat. Und wie sind Sie dazu gekommen, dann doch rauszufahren und was war Ihr Ziel? Das ist völlig unspektakulär. Ich war Redakteur, der zuständig ist im System von dpa für ein bestimmtes Territorium. Und es läuft dann völlig automatisch, wie bei der Polizei. Da gibt es eine Grenze, bis zu der sind die Kollegen in Bremen zuständig. Die haben den ganzen Tag berichtet. Ich habe das nur am Rande in einem ganz anderen Arbeitstag mitbekommen, dass da in Bremen irgendetwas läuft. Und für mich fing der zweite Arbeitstag am Abend an mit einem Anruf aus der Zentrale, mit der knappen Mitteilung, die Geiselnehmer aus Bremen wollen jetzt mit dem Bus nach Holland. Die fahren durch dein Gebiet. Was haben Sie dann gemacht erstmal? Ja, das Naheliegendste ist, das ist die, sozusagen die Standardroutine. Da ruft der Redakteur als erstes bei allen Lagen von Katastrophen und Kriminalität im sogenannten Bezirkslager- und Führungszentrum der Polizei an. Und da hat man mit denen telefoniert er sowieso jeden Tag. Und was das hat man gesagt? So, und die Antwort auf die Frage, was, wie weit sind die? Was machen die? Die Antwort war, wir sagen nichts. Das war etwas, was in der 14-jährigen Praxis... Nein, es fiel auch nicht das Wort Nachrichtensperre, weil das ist ja irgendetwas, was von oben angeordnet wird und auch begründet wird in aller Regel. Es war dieser schlichte Satz, der auch wiederholt wurde und mehr nicht. So. Die hatten Anweisung offenbar, nichts zu sagen. Und dann sind Sie in ein Taxi gestiegen, haben beschlossen, ja, dann kommt Plan B, hinterher zu fahren. Ja, das ist auch Routine. Mit welchem Ziel? Der Journalist, also bei allen Lagen, zum Beispiel bei Katastrophen, bei Großfeuern, bei Flugzeugabstürzen, bei der Verfolgung von Kinderschändern, was auch immer journalistischer Alltag in diesem Feld ist. Wenn man keine verlässliche Quelle Polizei zur Verfügung hat, und das ist immer die privilegierte Quelle, mit der kann man sich auch verabreden gegebenenfalls, dass man nicht berichtet, weil wenn die Argumente haben, geht man auch darauf ein. Aber was also dann macht man, dann sucht man sich Ersatzquellen. Und das ist dann bei einer Lage wie einer Katastrophe zum Beispiel oder einem Großfeuer oder einem Flugzeugabsturz, Anruf beim Bürgermeister, Anruf in einer Kneipe in der Nähe beim Gastwirt, was auch immer. Das sind vor Ort häufig Augenzeugen oder die wissen vom Hören sagen, wer was weiß. Aber Sie sind in ein Taxi gestiegen und sind diesen Bus hinterhergefahren. Was war Ihr Ziel? Das Ziel war auch sehr simpel. Ich hatte kalkuliert, wenn Sie dort mit dem Bus unterwegs sind, also Ihre Ankündigung umsetzen, dann werden Sie auf einer bestimmten Autobahnstrecke fahren. Eine andere gibt es nicht. Und dann stehe ich an einer Raststätte, sehe den Bus vorbeifahren und habe genau das, was die Agentur in diesem Moment braucht, nämlich rein äußere Fakten über den Verlauf
dieses Ereignisses. Also da wäre eine Meldung herausgekommen, der Bus mit den Geiseln und den Geiselnehmern hat gegen 22 Uhr oder am späten Abend die auf der Autobahn A1 die Raststätte XY passiert. So, auf dem Weg nach Holland. Mehr ist gar nicht nötig in der sogenannten Follow-up-Berichterstattung, die wir dann machen. Wurde insofern durchkreuzt, dass Sie plötzlich den Bus vor der Nase hatten und dem gefolgt sind. Und zwar, ich weiß nicht, wie lange, eine Stunde? Länger. Also das ging von... Waren Sie vor der Polizei dann sozusagen quasi? Bitte? Waren Sie vor der Polizei, wenn Sie beschossen worden sind, müssen Sie ja also sozusagen unmittelbar hinter dem Bus gewesen sein? Oder? In der Situation, als wir beschossen wurden, waren wir rein physikalisch gesehen sozusagen zwangsläufig vor der Polizei. Da war nichts zwischen uns und dem Bus. Wie ist das passiert? Ja, das geht, also man fährt auf die Autobahn, es ist Freitagabend, fließender Feierabendverkehr, dichter Verkehr. Wir schwimmen sozusagen im Verkehr mit auf dem Weg zu dieser Raststätte, das war der Plan. Und dann taucht plötzlich vor einem auf ein Linienbus aus Bremen. Und muss ich noch dazu sagen, ich wusste auch gar nicht, wie der Bus aussieht. Auch nicht das Kennzeichen, aber ein Linienbus aus Bremen um diese Tageszeit in Richtung Dortmund mit Bremer Kennzeichen, da spricht alles dafür, dass das der Geiselnehmerbus ist. So, und damals hatten wir noch andere technische Bedingungen. Wir hatten kein Handy. Also ich konnte nicht einmal aus dem fahrenden Taxi irgendeine Nachricht dazu absetzen. Ich hatte mich ursprünglich darauf verlassen, war eine Fehlannahme, dass ich das Funknetz des Taxis nutzen kann, aber der war zu weit weg von seiner Funkzentrale. Und der war weit weg von seiner Zentrale, der hatte selbst keine Verbindung. Also waren wir kontaktlos. Und plötzlich auch alleine hinter dem Bus. Und wir sind gemächlich fließenden Verkehr, bei dem also viele andere PKWs diesen Bus überholt haben, sind wir hinter dem Bus geblieben, sozusagen in Warteposition. Und der Verkehr wurde dünner und dünner, bis wir am Ende allein hinter dem Bus waren und nicht mehr überholt wurden. So, da spätestens wussten wir, also die Autobahn muss gesperrt sein. Sonst gäbe es mit Sicherheit Fahrzeuge, die uns überholen. Und dann sind wir diesem Bus stur gefolgt, bis es dann zu dieser Situation kam, in der der Bus stoppte und dann die Schüsse fielen. Der ist ausgestiegen, hat auf Sie gezielt, weil er Sie für einen Polizisten gehalten hat? Es war dunkel. Wir haben überhaupt nicht gesehen, wer ausgestiegen ist. Ich habe es nur mehrfach blitzen gesehen. Ein- oder zweimal blitzen gesehen und dann den dumpfen Knall hinterher. Und ich glaube, nach dem ersten oder zweiten Schuss habe ich den Taxifahrer in den Fußraum runtergerissen. Und dann hockten wir da unten und waren hinterher froh, als das Schießen aufhörte und wir unverletzt waren. Das war die Situation. Und jetzt, das haben Sie vorher ja gesagt, Sie sind dann weitergefahren, nachdem Sie beschossen worden sind. Und das bringt mich jetzt doch zu der Frage, was ist das für eine Situation, in der man ist, wo offensichtlich bei manchen, bei vielen Kollegen, die Sicherungen so durchbrennen, dass man nicht mal in dem Moment sagt, so, das war's jetzt. Der Taxifahrer ist gefährdet, ich bin gefährdet, ich krieg sowieso keine Nachricht und möglicherweise gefährde ich die Menschen im Bus. Was also ist das die denn? Vorstellung, dass wir durch diese Fahrt hinter dem Bus die Menschen im Bus hätten gefährden können, die war mir völlig fremd. Also da hatte ich nicht eine Sekunde daran gedacht, weil ich der Meinung war, die wollen nach Holland und das machen die auch. Wir haben uns die Frage gestellt, der Taxifahrer und ich, warum haben die überhaupt auf uns geschossen? Der hat gezielt sein Taxilicht angelassen und wir konnten uns keinen Reim darauf machen, außer dem, dass der Schütze offenbar durchgedreht ist. So. Ja, da hätte man doch sagen können, jetzt höre ich auf. Ja, ich hätte mir so viel Kaltblütigkeit gewünscht, um entscheiden zu können, das machen wir jetzt weiter. Da war aber nichts von Kaltblütigkeit, sondern, wie ich vorhin schon gesagt habe, das war eine automatische Reaktion, die mehr mit Schutz, Eigenschutz zu tun hatte. Und wenn Sie ganz ehrlich sind, ein bisschen Jagdfieber war dabei. Nein. Das hat mit Jagdfieber und so. Ja. Das war wirklich doch keine Routinefahrt. Das ist wirklich man ist in einem Tunnel und man ist froh bei dem Gedanken, Tunnel, dass das in ein genau paar Kilometern zu Ende ist. Eins gehört aber zu der Geschichte dazu, weil das sind zwei ganz klar voneinander zu trennende Episoden.
Nämlich der erste Teil bis zu den Schüssen und dann der zweite Teil bis zur Grenze. Der erste Teil war klar geplant und das waren auch Entscheidungen während der Beobachtungsfahrt. Und für mich war es eine ganz klare Beobachtungsfahrt in der Distanz, ohne einzugreifen. Ich sage aber auch ganz deutlich, wenn nicht Kommunikationsfehler passiert werden, und damit meine ich interne, nicht die mit der Polizei. Sie wussten gar nicht, was die Situation ist. Ich war nicht hinreichend informiert über das Gewaltpotenzial dieses Geiselnehmer-Duos. Mhm. Ich sage es ganz deutlich, wenn ich gewusst hätte, dass die in Grundbergsee einen Menschen erschossen haben, hätte ich den Teufel getan und wäre hinterhergefahren. Also da so viel dürfen Sie mir noch an Selbstschutzinteressen. Ja, aber der Punkt ist doch, danach konnte man eigentlich überhaupt nicht. Niemand hat sie gehindert. Nicht? Aber es war keine Polizei. Nein. Also es machte den Eindruck, als sei lief das alles nach Plan. Und ich hatte niemals, keine Sekunde, das Gefühl, wir wären in Gefahr. Es gibt schwere Vorwürfe gegen die Presse. Der Vorwurf, man hat die Polizei behindert in Köln, ist einer, über den wir einfach reden müssen. Wie kommt das, Herr Kienzle, dass eine Traube, Sie haben ja vorher gesagt, wir hätten gar nicht berichtet, wenn die Polizei uns quasi abgehalten hätte. Aber das kann ja keine Entschuldigung sein, wenn man an dem Auto steht, dem im Auto sitzenden Geiselnehmer dann zu sagen, übrigens neben, daneben. Das ist daneben, eine andere Situation, völlig andere. Was ist das? Also wenn man aus der Sache lernen will, muss man doch analysieren, was ist das? Jagdfieber. Das ist dieses Jagdfieber, das entstanden ist und das viele Kollegen einfach mitgerissen hat. Und die haben nicht mehr nachgedacht. Und Sie haben völlig recht, darüber darf man eigentlich gar nicht berichten. Herr Bausch ist nicht überzeugt. Ich glaube, die entscheidende Frage haben Sie eben gestellt. Und zwar die Frage, wie konnten sich Journalisten, die ja wussten, mit wem sie es zu tun hatten, die auch wussten, schon spätestens in Köln, dass sie gefährlich sind und dass sie Leute töten und umlegen. Auf sie war schon geschossen worden. Ja, wie konnten die sich so sicher sein, dass ihnen nichts passiert? Das ist ja das Wahnsinnige. Es sitzen Geiseln dort mit Todesangst und es sitzen Journalisten dort, die offenbar keine Angst haben. Und ganz nah dabei sind. Das ist für mich das Phänomen dabei gewesen. Also das Jagdfieber alleine nicht zu erklären, sondern ich glaube, es gab entweder die Geilheit auf die geilsten Bilder sozusagen, so nenne ich das mal. Wir wollen einfach die geilsten Bilder senden. Und die haben sich gegenseitig hochgejatzt. Das ist schon mein Eindruck gewesen. Und wussten natürlich auch um ihre Funktion, nämlich den Tätern eine Bühne zu bieten, die die Täter natürlich genutzt haben und die Täter auch noch weiter hochgejatzt haben, weil irgendwann haben die so viel angekündigt vor der Presse, dass es naheliegend war, das auch irgendwo einzuhalten. So, es gibt kaum eine Sache, Frau Friedrichsen, die unter Journalisten, auch wenn es nicht häufig, aber mindestens alle paar Jahre passiert, die so diskutiert wird wie diese Geiselnahme in Gladbeck, immer mit dem Vorsatz, dass man sagt, sowas würde heute ja nie wieder passieren. Der Presserat hat neue Richtlinien erlassen. Es ist jetzt im Kodex drinnen, dass man nicht Live-Interviews mit Geiselnehmern oder eben mit an Verbrechen Beteiligten führen soll. Zum Beispiel, das ist etwas, was sich geändert hat. Und trotzdem die ketzerische Frage, Frau Friedrichsen, haben wir alle so sehr daraus gelernt, dass angenommen morgen stände so ein Auto wieder in der Fußgängerzone, wir alle daneben stehen würden und sagen würden, ach nee, wir machen da jetzt kein Handyfoto, keine Live-Berichterstattung. Ich würde für keinen Kollegen die Hand ins Feuer legen. Für keinen. Wenn die Situation so ist, wie sie damals war. Und offensichtlich ist es den Tätern ja gelungen, den Journalisten ein Gefühl zu vermitteln, euch passiert nichts. Ja, wir machen hier eine große Fete und ihr braucht keine Angst haben vor uns. Ich möchte nicht wissen, was heute passiert. Wie gesagt, das war eine Plattform für die, ne? Das muss man einfach sagen. Also er hat sich inszeniert, auch die Darstellung mit der Pistole im Mund, die hat er ja sichtlich genossen. Und darauf hat er ja gewartet, ne? Wenn man sich später die Bilder anguckt. Er hat das ja regelrecht auch herausgefordert, muss man fairerweise sagen. Diese Interviews wollte er. Ne? Und das muss man der Presse auch zugutehalten in dem Augenblick. Sie sind ihrer Arbeit auch in dem Fall nachgekommen. Aber auch natürlich dann wiederum der Fehler der Polizei, dass sie so weit überkommen konnten. Ne? So, wir kommen jetzt zu einer Frage, die Sie am Anfang angeschnitten haben, weil Sie gesagt haben, jetzt kommt der eine von den Tätern frei. Wir müssen trotzdem auch darüber reden, wenn das Zentrum die Polizei und die Presse ist, was passiert in der juristischen Aufarbeitung. Da ist der Fall gewissermaßen abgeschlossen. Einer der beiden Geiselnehmer ist tatsächlich jetzt vor 3 Wochen freigekommen. Die Geiselnehmer von Gladbeck.
Im März 1991 werden Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski vom Landgericht Essen zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Wegen erpresserischem Menschenraub, Geiselnahme mit Todesfolge, Mord und versuchten Mordes. Bei beiden Tätern stellt das Gericht eine besondere Schwere der Schuld fest. Für Rösner verfügt es nach der Haftstrafe Sicherheitsverwahrung. 30 Jahre später sitzt er noch ein. Dieter Degowski dagegen ist seit letztem Monat frei. 2013 hat er seine auf mindestens 24 Jahre festgelegte Haftstrafe abgesessen, darf ab 2014 das Gefängnis zeitweise verlassen. Im Oktober letzten Jahres dann die Entscheidung. Dieter Degowski kommt im Februar 2018 auf Bewährung frei. Das nordrhein-westfälische Justizministerium hat keine Bedenken. Auch Maria Log, Leiterin der JVA Werl, hält die Entlassung für verantwortbar. Dieter Degowski mache auf sie einen stabilen und gefestigten Eindruck. Er habe die Tat aufgearbeitet und sich gut entwickelt und sei ein normaler älterer Herr, so die Anstaltsleiterin. Degowski, seit 3 Wochen ist er ein freier Mann. Ist das gegenüber den Opfern vertretbar? Herr Bausch, Sie sind von uns der Einzige, der mit Degowski einen beinahe täglichen, nicht täglichen, aber jedenfalls einen steten Umgang hatte, weil Sie einfach Gefängnisarzt in der Justizvollzugsanstalt sind, in der er bis eben vor 3 Wochen eingesessen hat. Wie gut hat man Degowski auf diese Freilassung vorbereitet? Also ich denke, es ist einer der Fälle, die vergleichsweise lange und auch sehr gut vorbereitet worden sind. Weil das natürlich immer wieder auch überprüft worden ist, weil es auch die Vorgabe des Gerichtes war, der Strafvollstreckungskammer, das gut zu machen. Und insofern sage ich mal, die Vorbereitungen waren angemessen und sie waren gut. Mhm. Und vor allem, sie waren ohne Beanstandung. Und dann was ist, wäre das eine wichtig, Beanstandung? Ist, Beanstandung heißt, dass bei diesen ganzen Ausführungen, bei diesen Urlauben, also bei man diesen bringt ihn erst unbegleiteten mal raus, begleitet, Urlauben gefesselt. Und so weiter, erst begleitet, erst gefesselt und begleitet, dann ungefesselt, dann später ohne Begleitung, mhm, und dann halt eben mal über 1-2 Tage einen Urlaub. Und das nach 30 Jahren Knast auszuhalten, ohne dass man irgendeinen Fehler macht. Also viele andere, die ich kenne, die fahren, die sind besoffen oder die kiffen, die kommen mit Drogen in Kontakt oder hauen irgendeinem aufs Maul. Oder irgendwas passiert jedenfalls in dieser langen Zeit. Und das ist eben da alles nicht passiert. Mhm. Und noch ein anderes Argument für Sie auch. So, das war ja eben so, dass man sagt, okay, der Film kommt passend zur Entlassung. Ich glaube, die Entlassung wurde ja schon 2014 im Endeffekt vom Gericht verfügt, dass es irgendwann stattfinden muss. Und ich glaube, man war auch gut beraten, ihn vor dem Film, also vor der Ausstrahlung des Filmes, zu entlassen, weil der Film natürlich noch mehr Emotionen irgendwo stark macht. Danach wäre er nicht mehr entlassen worden, oder was wollen Sie sagen? Doch schon, aber es hätte zumindest vielleicht noch mehr Aufsehen gemacht, als es ohnehin schon gemacht hat. Die vielleicht Anstalt noch ganz wichtig. Ja, aber für einen Laien ist das schwer verständlich. Ja. Also man kann ihn ja nur nicht deshalb im Knast länger behalten, nur weil jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, zum 30. Jahrestag einen Film zu drehen. Der Film ist der Film und die Rechtslage ist ja so tatsächlich, dass man eine Resozialisierung vorsitzt und bei ihm wird das eben gemacht. Aber jetzt sagte die Anstaltsleiterin, ist ein ganz normaler älterer Herr. Ist das der Eindruck, den Sie von ihm haben, dass er keine Gefahr mehr ist für die Öffentlichkeit jedenfalls? Ich habe mir gerade gesagt, ich bin ja auch ein normaler älterer Herr und trotzdem würde man mir das vielleicht so nicht abkaufen. Aber es ist Fakt, es ist ein deutlich vorgealterter Mann über 60, der halt so aussieht, wie man nach 30 Jahren im Knast aussieht. Normal. Ich denke, das ist ein weiter Begriff. Ich denke zumindest, ist es jemand, von dem wir bei allem, was wir wissen, davon ausgehen können, dass er zumindest keine weiteren Straftaten mehr begeht und ein straffreies Leben in Zukunft in Unauffälligkeit führen wird. Warum? Ich will Ihnen auch sagen, warum. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Ich bin absolut d'accord mit der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer in Arnsberg. Das bin ich nicht immer. Wenn ich damit nicht einverstanden wäre, wäre ich heute Abend nicht gekommen, weil dann hätte ich andere Sachen sagen sollen. Also ich bin damit einverstanden, weil ich ein Verfechter bin des Behandlungsvollzuges, also eines Strafvollzuges, der auf Behandlung der Täter setzt und halt eben ihnen auch eine Chance gibt, in sich im Vollzug sozusagen zu ändern. Mhm. So, und wenn man jetzt mal beobachtet, dass man sagt, da ist jemand, der macht erst mal 30 Jahre ab, weil das Gericht sagt, besondere Schwere der Schuld, das waren schon mal 4 oder 25 Jahre sozusagen per se. Der
hat mehrere Jahre in Sicherungsmaßnahmen verbracht, weil man Angst hatte, dass er im Knast umgelegt werden würde, weil man dachte, die italienische Mafia würde sich an ihm rächen wollen. Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Weil er den italienischen Jungen erschossen hat. Das heißt, er hat viele Jahre am Anfang alleine zugebracht, 23 Stunden ohne großen Kontakt. Das fing's an. Dann hat er eine Ausbildung gemacht, er hat seine Hauptschulreife nachgeholt, was man ihm nicht zugetraut hat. Dann hat er eine Ausbildung gemacht zum Koch, was man ihm nicht zugetraut hat. Dann hat er eine Weile auch daran gearbeitet, jedenfalls. Es ist ihm gelungen, und das muss man auch sagen, es ist ihm gelungen, für über 30 Jahre im Knast nicht in den Geruch zu kommen, dass er subkulturell verflochten ist. Subkulturell, das heißt, dass er sich im Knast, in der Knasthierarchie, in einem Knastgefüge als Krimineller weiter in der Subkultur betätigt hat. Das ist eine Schwierigkeit. Also diesen Versuchungen zu widerstehen, das muss erst mal jemandem gelingen. So. Und er ist ihm mit Drogen aufgefallen, ja, was auch eher ungewöhnlich ist im Gefängnis von heute. So, und das sind alles Argumente, wo ich dann für mich sage, wenn diese Parameter alle zusammenkommen, dann ist nach unserem Verständnis von Recht und dem, was wir im Gefängnis halt eben von Resozialisierung halten, dann ist der Punkt gekommen, wo auch jemand, der zu einer lebenslangen Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden ist, geprüft werden muss. Sie sagen, es gibt keine Gefahr mehr, der von ihm ausgeht. Würden Sie, Sie haben ihn ja erlebt, Frau Friedrichsen, Sie haben beide erlebt, Sie waren bei den Prozessen immer dabei, Herr Rösner und Degowski gesehen, würden Sie dem zustimmen? Also mir kam Degowski damals im Prozess, ich meine, das ist vor 30 Jahren gewesen, immer als, eigentlich als der Gefährlichere vor. Rösner hatte eine längere, hatte natürlich Vorstrafen ohne Ende und war auch irgendwo der typische Kriminelle einfach. Und Degowski ist halt mitgelaufen. Und das Gefährliche an ihm war, wie ich fand, dass er so empathielos wirkte, so unberechenbar. Der drehte halt einfach durch. Das sagt Rösner ja auch in diesem berühmten Interview, sagt, mein Kumpel ist brandgefährlich. Da hatte er absolut recht, finde ich. Ich erinnere mich an eine Situation in dem Prozess, als Rösner hatte ja immer eine große Klappe und hat immer seine Bemerkungen zu allem und jedem abgegeben, auch frech und rotzig und so. Und dann kam der Vater des getöteten Jungen und machte seine Aussage, die dann in Tränen endete. Und es war eine sehr, sehr berührende Situation. Und man merkte bei Rösner, der brach innerlich regelrecht zusammen. Von dem Moment an hat der nicht mehr eine große Klappe gemacht, sondern hat irgendwo begriffen, was sie angerichtet hatten. Zum ersten Mal schien mir das, also dass er es wirklich verstanden hat, dass sie dieses Leben dieses Jungen kaputt gemacht haben, das Leben der Familie kaputt gemacht und auch ihr eigenes. Haben Sie so einen Moment bei Degowski gesehen? Nein. Und deswegen würden Sie meinen, der ist... Aber ich meine, wenn Herr Bausch das so sagt, ich möchte es wirklich gerne glauben. Aber ich sehe natürlich oder ich weiß aus Erfahrung aus, dass gerade Leute, die 30 Jahre im Knast saßen, die kennen ja niemand mehr draußen. Die haben ja kein Umfeld mehr. Sie müssen also dann sehr engmaschig begleitet werden, damit sie nicht völlig allein in einer Welt stehen, die völlig ihnen ganz fremd ist. Nicht? Aber alles würde ich noch sagen. Sie beschreiben ja jemand vor 30 Jahren. Ja. Okay, zum einen. Meine Erfahrung aus über 32 Jahren Knast ist die, dass es einen psychopathischen Täter, und davon stehen auch jeden Tag welche vor meinem Schreibtisch, dass es denen so gut wie nie gelingt, über 30 Jahre unauffällig im Knast zu bleiben. Sondern die werden immer wieder auffällig. Die können sich oft besser inszenieren, als das Herr Degowski jemals konnte. Gar keine Frage. Ein Freund des Schachtelsatzes war er nie. Ja? Also aber das ist jetzt so die Beurteilung. Gut, dass Sie die beiden Seiten gesehen haben. Natürlich ist es für jemanden, der diesen Mann erlebt hat im Bus, etwas völlig anderes, wenn der freigelassen wird. Verstehen Sie, was Joe Bausch sagt? In dem Sinne von, der saß 30 Jahre, er hat sich geändert, er ist keine Gefahr mehr. Man muss ihm eine zweite Chance auch geben für das Leben. Im Grunde genommen, ich akzeptiere die deutsche Rechtsprechung, also das ist Teil davon. Mhm. Und ich lebe hier und respektiere und akzeptiere das. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, aber ein Unverständnis darf ich trotzdem haben, weil es ein Kinderleben, ein erschossen
Also, und erklären Sie es der Familie, erklären Sie es uns, warum soll der wieder rauskommen und wir leiden weiter. Also, Sie haben vollkommen recht. Es ist aber, wenn ich Sie heute sehe, denke ich mir, Emanuele Di Giorgi wäre heute irgendwie, glaube ich, 45 Jahre alt, er hätte vielleicht eine Familie. Gestandene Menschen, die ein glückliches Leben gehabt hätten. Gar keine Frage. Wenn man das bedenkt, kommt man zu keiner Lösung. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass es Gerichte machen nach intensivster Prüfung. Andere Debatte hatten wir auch schon mal geführt. Wir sind heute am Ende dieser Sendung. Ich habe mich zu bedanken an dieser Stelle. Vielen Dank, Herr Bastian Pillay, dass Sie uns mitgebracht haben, das, was im Herzen gefühlt wird. Vielen Dank, dass Sie, Herr Heinen, versucht haben zu erklären, was die Polizei damals getan hat. Vielen Dank für diese Debatte über den Journalismus, die, glaube ich, jedes Mal immer wieder geführt werden muss, mit unterschiedlichen Antworten. Vielen Dank, Herr Bausch, dass Sie noch mal das Rechtssystem plastisch gemacht haben. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen um 20.15 Uhr im Ersten gibt es im zweiten Teil des Gladbeck-Films, danach eine Dokumentation. Jetzt kommt das Nachtmagazin. Schönen Abend.